Hallo meine Lieben, noch ein ganz kurzes Infovideo, nämlich zu der Frage, was passiert auf diesem Kanal, während ich die 2 Monate in Indonesien bin. Es wird natürlich nicht so ganz normal weitergehen können mit Videos. Ich würde es gerne so machen. Ich hoffe einfach auch mal darauf, dass es vielleicht funktioniert. Aber es hängt davon ab, einmal, was habe ich da für ein WLAN? Ich kann natürlich auch Sachen vielleicht über eine, ja, mobile Datenflat oder sowas hochladen oder Datenrate. Allerdings ist der Upload da ziemlich bescheiden und auch wenn ich in einem Hotel WLAN habe, werde ich natürlich nicht die gleiche Uploadrate haben, wie ich es hier zu Hause habe. Es kann mir zum Beispiel passieren, dass es wie damals im Campingwagen ist, dass ich dann irgendwie 20 bis 24 Stunden Uploadzeit für ein Video habe. Ich werde es schauen. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich in Hotels bin, wo es denn überhaupt WLAN gibt oder vielleicht in einem Internetcafé oder so. Ich kann es euch halt leider noch nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall weiter Videos drehen. Ich werde euch die Eindrücke filmen, was wir unternehmen, die Städte und Dörfer, wo wir sind, was wir so sehen, was wir vielleicht für Abenteuer erleben, für Action machen oder ein bisschen Erholung. Ich werde irgendwie weiter Vlogs drehen und, und. Aber wie diese Videos dann bei euch landen, wie ich sie hochgeladen bekomme, das steht halt leider noch in den Sternen. Ich kann jetzt auch nicht allzu viel irgendwie vorbereiten. Ich habe gerade mega viel zu tun. Wenn man 2 Monate wegfährt, es ist echt ein Unterschied, als ob man einfach nur 2 Wochen weg ist. Man muss an so viele Dinge denken, so viele Dinge abschließen. Und ich als Mensch, der sehr chaotisch ist, hat damit gerade so ein bisschen so zu kämpfen. Aber ich schaffe das. Es ist eine Herausforderung. Aber mal gucken. Also es wird wahrscheinlich währenddessen keine normalen Food Diaries geben. Ich versuche gerade Meditationen vorzubereiten, dass wenigstens pro Monat wieder weiterhin eine Meditation auf YouTube online geht. Es wird, wenn alles klappt, einen Adventskalender geben, an dem ich teilhabe. Ist aber noch nicht 100% sicher. Es wird wahrscheinlich jetzt noch im Herbst, Winter 2 Online-Kongresse geben, an denen ich teilhabe. Da gibt es dann aber nochmal separate Videos zu, wenn das ganz konkret ist. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich werde versuchen hochzuladen, was ich kann und zu bearbeiten und zu schneiden. Es wird ja nicht 2 Monate komplett Urlaub für mich. Ich möchte dann auch ein bisschen weiter arbeiten, versuchen vielleicht E-Mails zu beantworten. Aber ich kann es im Vorfeld einfach nicht sagen, wozu ich nachher komme. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dann da haben werde. Ich weiß nicht, wie viel Action wir haben und. Von daher gucken wir einfach mal, was diese 2 Monate bringen. Ich werde alles dran geben, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, aber ja, es wird wahrscheinlich seine Grenzen haben und ich werde auch mal gucken, dass es vielleicht kürzere Videos werden, einfach damit die Uploadzeit nicht so riesig ist, weil natürlich je kleiner das Video, desto realistischer ist es, dass ich es auch schaffe, dieses Video hochgeladen zu bekommen und dass ihr einfach so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt oder mal wieder einen Vlog habt oder irgend sowas. Ja, und ich bin gespannt. Also ich bin frohen Mutes, es steht schon vor der Tür, ganz knapp in 2 Wochen geht es los. Wenn ihr dieses Video seht, wahrscheinlich in 1,5 bis 1 Woche. Und ja, es wird eine unglaublich tolle Zeit, aber wie gesagt, ich möchte versuchen, diesen YouTube-Kanal trotzdem auch während dieser 2 Monate weiter am Leben zu erhalten, weiter laufen zu lassen. Es muss ja nicht 7 Videos die Woche sein, es müssen ja auch nicht 5 sein und wenn es wenigstens 1 bis 2 Videos die Woche sind, wenn es mehr ist, natürlich cool, aber ja. Ich gebe mir Mühe von euch, möchte aber jetzt einfach schon mal Bescheid sagen, ich kann für nichts garantieren. Das war's auch schon an dieser Stelle, macht's gut.